Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Mein D42 Adventure Maniac Mansion geht langsam am Ende hinzu. Und jetzt fange ich gerade schon mal an, ein paar Labels für die Diskette zu drucken. Das ist einfach nur ein Screenshot. Ja, da habe ich einfach nur die Farbe hier ausgeblendet. Über Farbe nach Alpha. Ja, und damit ist das transparent. Dann habe ich hier Disk noch in schwarz gefärbt. Ja, das Ganze dann kopiert und im Reuter eingefügt. Ja, und das Ganze drucke ich jetzt einfach mal aus. Ich habe mir jetzt hier so Etikettenpapier besorgt. Drucken wir das Ganze aus. In schwarz-weiß, gut, ich denke mal aus klassischen Gründen lasse ich es auch so in schwarz-weiß. Aber mein Drucker kann eh nur schwarz-weiß drucken. Insofern passt das schon. Ja, ich habe hier noch so ein paar frische, niegelnagelneue, unbenutzte Commodore 2 SDD Disketten. Ja, ich würde sagen, Originalaufkleber lasse ich vielleicht sogar drauf. Oh, das passt so gerade eben. Ja, und ich würde sagen, das macht dann doch schon was her, ne? So, jetzt kommt die große Kunst des Abfriemens. Also bei diesen Etiketten habe ich schon ganz oft geflucht. So, ich habe keine Ahnung, wie man das hier abfriemelt. Also ich bin da einfach zu grob für. Ah, mit dem Messer vielleicht. Jetzt löst er sich hier ein bisschen. Ah, für die Ewigkeit. So. Dann wollen wir mal gucken. Streich Nummer 1. Dann versuche ich mal das nächste abzubekommen. So, wie war es noch? Man muss sich ja nur zu helfen wissen. Boah, aber es klebt gut. Das ist Vincent auch schon mal etwas. Vielleicht hätte ich die Disketten erstmal bespielen sollen und dann bekleben. Ja, aber ich denke mal, so kann man auf jeden Fall das Ganze gut gebrauchen. Und jetzt geht es ans Überspielen auf einer echten Diskette. So, soweit ist alles vorbereitet. Ich habe das Original 1541 oder Ultimate 2 Kabel, was vorher dementsprechend so angebracht war, abgestöpselt und mit einem langen seriellen Kabel das Ganze mit einer echten 1541 verbunden. Und zwar möchte ich ja jetzt mein Projekt von der Ultimate auf eine richtigen echten Diskette kopieren. Das wäre jetzt so mein Plan. So, bevor es aber losgeht, muss ich erst einmal checken, wie ich aus der Ultimate eine Floppy mit der Endnummer 9 bekomme. So, ich gehe mal ins Hauptmenü rein, drücke mal F2 und dann gehe ich mal auf A-Setting, A ist 8 und B ist 9. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ist schon mal richtig zugeordnet. F5, okay. Jetzt kann ich hier auf B stellen. Turn on. Ja, dann würde ich sagen, dann ist er immer noch auf 8. Was ich ja eigentlich gar nicht will. Ja, so, wie kann ich daraus jetzt eine 0,9 machen. Mount on B. Ich denke mal, das ist schon mal Grundvoraussetzung. Dann gehe ich hier nochmal rein. Dann sage ich ihm, ja, was sagen wir ihm denn? Drive B ist on. Drive B Switch to 1541. Mount on B. Ja, jetzt geht es.
Ja, und jetzt kann ich eigentlich im Endeffekt alles rüber kopieren. So, ich lege mal am besten Diskette Nummer 1 ein. So, Diskette 1 wäre drin. Ja, dann schauen wir einfach mal nach, ob wir das Ganze mit 0,8 ansprechen können. Ja, die Fehlermeldung ist klar, weil das gute Schätzchen ist hier noch nicht formatiert. Dann machen wir es mal eben. Open 1,8,15, N geteilt durch D42 mm,01 zum Beispiel. Geteilt durch Klose 1. So, und damit wäre der Formatierungsprozess beendet. Ich schaue mal sofort nach, ob das alles so funktioniert hat. Ich gebe mal ein, Lord, 0,8. Drücke List. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Damit hätten wir eine frisch formatierte Diskette. Jetzt muss das D42 Adventure System nur noch von hier nach da dort kopiert werden. So, mein Adventure ist soweit fertig geschrieben, dass ich es jetzt auf eine echten Diskette schreiben kann. Cover, wie gesagt, habe ich auch schon erstellt. Die Disketten sind jetzt noch leer und Ziel ist es halt eben jetzt, alles auf beiden Disketten drauf zu kopieren. So, wie gehe ich da vor? Ich muss zuerst noch den Trickgenerator über mein Projekt einmal drüber ziehen. So, wie gehe ich da vor? Jetzt muss ich erst mal kurz überlegen. Ich brauche die Original D42 Adventure-Disketten. Das wären die beiden, Diskette A und Diskette B. Und die Musik-Diskette gibt es noch. Die kann man sich kostenlos herunterladen. Ja, ich meine, der Track-Generator wäre auf Laufwerk, auf Diskette 1. 0,9. Ja, meine Ultimate ist ja schon auf 0,9 umgeswitcht. Und deswegen lade ich jetzt per 0,9 von der Ultimate 2. So, mal kurz gucken. Irgendwo ist TT. Hier ist TT. Das wäre der Trickgenerator. Hat auch nur 28 Blocks. Das heißt, es geht relativ zügig. Dann gebe ich mal Run ein. Und jetzt gehe ich folgendermaßen vor. Ich mounte erstmal die Diskette, die ich mit dem Trackgenerator bearbeiten möchte. Das wäre natürlich Diskette 1 und Diskette 2. Ich fange natürlich mit 1 an, drücke D für Deutsch. Machen wir D. Nee, das wäre jetzt Laufwerk 9. Dann drücke ich eine Taste, Diskette, also erste Diskette ist eingelegt und wird erstmal das ganze Directory geladen. Und so holt sich jetzt D42 praktisch alle Informationen über alle Räume und legt sein eigenes Directory an. Ja, nenne ich einfach mal so ganz grob, auch wenn die Bezeichnung vielleicht nicht ganz richtig ist. So, jetzt fragt er eine weitere Seite. Ja, wie? Und natürlich wäre ich aufgefordert, Diskette 2 einzulegen. Oder Seite 2. Ja, das habe ich damit getan. Und jetzt wird auch das Directory mit allen Räumen eingelesen. So, weitere Diskette? Nein. Trackloader schreiben? Ja. T. Und ich mounte jetzt schon mal auf Diskette 1, weil der Trackloader muss nämlich auf Diskette 1. So, damit ich es nicht vergesse. Jetzt habe ich hier so drei Optionen. Das Spiel ist noch editierbar. Das Spiel ist fertig und das Ganze kann man auch noch komprimieren. Also ich sage ihm, das ist noch editierbar. Möchte ich es trotz alledem noch lassen. Die legen die Seite des Spieles ein. Die Seite, auf der sich das File BA befindet. Das ist eigentlich immer auf Seite 1. Ja, die Ultimate, die arbeitet hier fleißig. Das dauert vielleicht so 2-3 Minuten, anonymals. Ja, das war schon. Und schon ist der Trackgenerator eigentlich fertig. Wir können mal ganz kurz gucken, was passiert ist. Wir mounten Diskette 1, die ist ja noch gemountet.
wir es natürlich 0,9 machen. List. So, dann hätten wir ganz unten hätten wir TT. Die 6 Block werden halt eben mitgeladen, hat aber dann den Vorteil, dass er sofort erkennt, wenn man die Diskette wechseln muss. Und der eigentliche Ladevorgang soll dann auch noch etwas schneller gehen zwischen den einzelnen Räumen. Gut, das haben wir damit auch gemacht. Ich würde sagen, ich lade jetzt mal Drahtkopie und dann versuche ich mal alle Files von da nach da zu kopieren. So, Laufwerk wäre an. So, dann muss ich erstmal gucken, wo habe ich Drahtkopie. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob Drahtkopie das richtige Werkzeug dafür ist. Hier sind Kopierprogramme. Drahtkopie C10D. Ja, so heißt die Version. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch eine aktuellere gibt. Kann ich gar nicht sagen. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was hier so steht. Ja, da hätten wir Drahtkopie. Muss natürlich gucken, welches Drahtkopie ich nehme. Also DB schon mal nicht. Ich brauche DC und dann natürlich 64, weil wir haben ja den Commodore 64. Und wie man sieht, gibt es das auch für andere Plattformen. 128, PET sogar und ähnliches. Ja, wollen wir das Ganze mal. So, beide Laufwerke springen jetzt an. Hier die oben hätte ich Laufwerk 8 und hier unten hätte ich Laufwerk 9. Ich möchte ja von 9 auf 8 kopieren. So, wie gehen wir das am besten vor? Ich sage ihm, F1 wäre dir. Okay, ich will F2. Ah ja, mit F2 kann man umswitchen. Ich möchte eigentlich, dass oben 9 steht. Das geht nicht. Okay, dann geht das vielleicht auch so rum. Das muss nicht zwingend jetzt so sein. Genau, ich muss darauf achten, dass der Pfeil jetzt auf 9 ist, meine ich. Genau, ich muss erstmal das richtige Image mounten. Fangen wir damit mal an, eins nach dem anderen. Bevor ich das nämlich vergesse, ich möchte ja zuerst Diskettenseite 1 kopieren. So, die ist jetzt gemountet. Wie komme ich da nochmal rüber? Switch, ach da, Switch ist File. Ah, mit File, okay, mit der File-Taste switche ich zwischen den beiden Directories. Und jetzt lade ich mal das neue Directory. In dem Fall natürlich von der Ultimate 2. Das funktioniert. Hier sind alle meine Programme drauf. Ich sitze schon mal ganz unten. Da müsste jetzt TT stehen, was ich ja gerade erstellt habe. Da hätten wir TT. Das passt. So, was möchte ich machen? Ich möchte die ganze Diskette kopieren. Diskopie, hier steht es ja, F8. F8 drücke ich jetzt. So, Jubilee, jetzt fragt er mal nach. From 9 to 8. Dann sage ich natürlich Yes. Und der Vorgang, der dauert jetzt ein wenig. Jetzt wird nämlich Track für Track, wird jetzt separat alles jetzt kopiert. Ja, ich habe die Zeit mal irgendwann gestoppt. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. 6-7 Minuten, irgendwie so etwas. Ich kann ja mal eben kurz auf die Uhr gucken. So ganz grob, jetzt haben wir 8.16 Uhr. Und dann einfach mal schauen, wann er fertig ist. Ich denke mal, ich werde jetzt hier einen Schnitt einbauen. Ja, so sieht dann der Kopiervorgang aus. Ja, beide Floppies sind fleißig am Arbeiten. Die 1541 und auch die Ultimate 2. So, und damit wäre jetzt der Vorgang beendet. Schauen wir eben auf die Uhr. 16 nach war es, glaube ich. Jetzt haben wir 35. Ja, müsst ihr einmal selbst ausrechnen, wie viel das macht in Minuten. Ich drücke Space und würde sagen, mache das Ganze gleich für die nächste Diskette auch. Das war jetzt Diskette 1. Jetzt kommt Diskette 2. Einfach rein damit. Ich mounte in dem Sinne dann das zweite. Genau, dann switche ich rüber zu Laufwerk 8 und sage erstmal Format. Ja, die Floppy ist fleißig. Ich würde sagen, ich baue einen kleinen Schnitt ein und sage bis gleich. So, der Formatierungsprozess wäre beendet. Dann mounte ich mal sofort Drahtkopie. Und schon geht's los. Ja, Diskette von Laufwerk 8 wurde erkannt. Hier bin ich natürlich noch im falschen Mount drin. Das wollen wir mal sofort ändern. Projekt V091. Genau, und jetzt Diskette 2.
einmal aktualisieren, mit dem Pfeil komme ich runter, aktualisieren war F1, schauen wir uns das Ganze mal an, ja, das sieht gut aus, ja, dann würde ich sagen, mache ich für einen Disk-Copy mit F8 von 9 auf 8, von 9 auf 8, are you sure, yes I am, und auf los geht's los. Die Floppy ist auch fleißig. Was will ich mehr? Ich würde sagen, wir sehen uns in, wie viel waren das? Knapp 20 Minuten sehen wir uns wieder. So, auch dieser Prozess geht langsam seinem Ende zu. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut, aber ich denke mal, es werden auch so knapp 20 Minuten gewesen sein. Und dann wäre halt eben komplett eine ganze Diskette kopiert, Track für Track, beziehungsweise Spur für Spur. Und ich meine, selbst wenn da nichts draufsteht, dann kopiert er das Nichts auch mit. Also er kopiert jetzt nicht den reinen Inhalt, sondern wirklich komplett alles. Ja, das war's, denke ich mal. Jetzt kann ich die Diskette wieder rausholen. Nur, ich denke mal, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Zwar habe ich ja den Track-Generator jetzt hier schon einmal alles auslesen lassen. Und das macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn man das mit auf einer fertigen Diskette passend macht. Also wenn das Spiel jetzt nicht durchstartet, dann weiß ich auch warum. Dennoch mache ich jetzt einen Test. Ich werde jetzt die Diskette 1 einlegen. D42 mal Mendel. Ja, die kommt jetzt hier hinein. Machen wir ein Reset. Und wollen das Ganze natürlich auch von 0,8 laden. Ja, machen wir einfach mal. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Schauen uns das Directory noch mal einmal an. Und dann sage ich Ihnen einfach Lord Sternchen, 8,1. Ja, das ging ja richtig schnell. Dann gehen One. So. Da kommt nämlich die Fehlermeldung und damit habe ich nämlich gerechnet. Ich bin der Meinung, man muss jetzt den Track-Generator über die Diskette einmal drüber ziehen. Und das machen wir jetzt. Und sagen dann Run. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich mache erstmal Deutsch. Laufwerk 8 ist jetzt in dem Fall richtig. Ich möchte jetzt von der Originaldiskette das Track-Lord-File erzeugen. Diskette 1 raus. Ready. Ready ist gut. Ja, dann würde ich sagen, auf los geht's los. Ich starte wieder von der Original-Diskette. Ah, man sieht es oben. Ah, ich lade noch mal kurz ein neues Directory. So, das Label wurde auf jeden Fall überschrieben mit Zeit 1. Ich hatte das ja vorher genannt D42MM 01, meine ich. Und das andere halt eben dementsprechend 02. Also ich bin der Meinung, das müsste jetzt funktionieren. Run. Es funktioniert nicht. Dann laden wir das Ganze mal ohne Fastloader. Und dann bin ich mal gespannt, ob das dann funktioniert. Nein, ja, liebes D42 Adventure System, was habe ich falsch gemacht? Das ist jetzt die gute Frage. Ich würde sagen, ich mache mich nochmal schlau und lese nochmal in dem D42 Adventure System Buch und melde mich dann wieder, sobald ich neue Erkenntnisse habe. Und zwar gibt es hier im Kapitel 8, der Tracklord Generator. Hier gibt es nochmal so ein paar Informationen und die werde ich mir nochmal genau durchlesen. Irgendwelchen Gründen will er nicht starten. Jetzt habe ich einfach mal die Ultimate 2 einfach mal rausgestöpselt und lade jetzt in dem Sinne von der echten Hardware ohne irgendwelchen Schnickschnack. Oh, was ist das denn? Die Floppy lädt weiter. Das ist ja mal sehr interessant. Es müsste eigentlich gleich Musik kommen.
Ja, ich würde sagen, Operation erfolgreich. Das war einfach nur gerade so ein verzweifelter Versuch, einfach mal die Ultimate zu komplett rauszustecken. Und siehe da, dann funktioniert. Okay, da ist D42 doch ein wenig sensibel. Eine Ultimate darf dann in dem Fall nicht eingesteckt sein. Gut zu wissen, es funktioniert und nur das interessiert mich. Ich würde sagen, Operation erfolgreich. Mein Projekt D42 Mega Mansion ist damit beendet. Es kann natürlich sein, weil das Ganze ist natürlich noch ziemlich frisch und ziemlich neu, dass der eine oder andere Bug noch gefunden wird. Und da wird natürlich dann auch dann behoben von mir. Aber ich denke mal, dazu werde ich dann keine Videos drehen. Ja, ich gehe nochmal bis zum ersten Raum hinein. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Es funktioniert auf einer echten Hardware. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Nicht untersuche Bernhard, sondern rede mit Bernhard. Ja, da kommt die Zwischenszene. Genau muss es sein. Jetzt müsste Bernhard, beziehungsweise Dave müsste jetzt vor der Haustür stehen. Ja, ich würde sagen, es läuft. So, wenn ich jetzt durch die Tür gehe. So, hier wäre jetzt noch interessant, ob der Diskettenwechsel funktioniert. Die Tür habe ich gerade aufgeschlossen. Und jetzt muss ich, glaube ich, nur Norden klicken. War das Norden? Ja. Diskette 2 einlegen. Ja, das machen wir mal. Ja, und auch das hat funktioniert. Ich würde sagen, das Spiel ist auf jeden Fall für mich jetzt erstmal abgeschlossen. Auch wenn er noch immer ganz Kleinigkeiten findet man immer noch, wenn man genau sucht, keine Frage. Aber das ist ja bei Originalspielen, die man kauft, ist ja auch oft so, dass da ein oder kleine Mini-Bug immer noch drin ist. Und das ist auch hier der Fall. Und deswegen, ich schließe das Projekt jetzt ab. Ich habe D42 meiner Meldungen für mich erfolgreich beendet. Wenn das noch jemand ein bisschen erweitern möchte, ergänzen möchte, wie gesagt, kann der das gerne machen. Das wäre noch schön. Wäre natürlich auch schön, wenn das ganze Projekt weiterleben würde und es vielleicht die eine oder andere Erweiterung dazu noch geben könnte. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt noch bis zum nächsten Mal. Glück auf!